Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Ich mache mal ein bisschen zu. Genau, so ist es besser. Ja, neues Buchvideo. Letzte Woche habe ich keins hochgeladen, genau, weil da meine Schwester hier zu Besuch war. Und heute geht es dann weiter. Na, es geht weiter. Wir sind auch bald durch mit dem Buch, mit der Buchreihe. Ich gucke schon die ganze Zeit, ne, so riesige Buchregale. Was ich euch als nächstes vorlesen und erzählen sollte, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall geht es hier weiter. Ich habe ja euch erzählt, dass Belinda, also die Mutter von Virginia, sich ganz, ganz große Sorgen macht um ihre Eltern, die jetzt auch schon wirklich 90 überschritten haben und nicht mehr so gut alleine klarkommen. Und deswegen sucht sie nach einer Möglichkeit. Sie sucht erstmal jemanden, der zu denen ins Haus ziehen kann und ein bisschen auf sie aufpassen kann. Genau. So einfach ist das aber nicht. Ein paar Leute haben sie sich angeguckt und ja, waren dann doch sich nicht einig geworden. Und jetzt haben sie eine Frau gefunden, die auch nicht weit in der Stadt irgendwo gewohnt hat. Und sie ist Witwe und alleine und ja, sie würde nichts dagegen haben, zu den Eltern von Belinda, so zu Marty und Clark zu ziehen. Und dann, ja, fragt Virginia sie dann natürlich erstmal aus, wie ist das denn jetzt, was ist das jetzt für eine Frau? Und Belinda erzählt ihr dann jetzt am Telefon. Sie schien nicht schockiert zu sein, dass es keine Innentoilette gibt. Das war ein Plus. Sie hat auch nicht gleich aufgezählt, was sie alles nicht machen will. Du meinst, sie ist tatsächlich gewillt, für ihren Lohn zu arbeiten? Es sieht danach aus. Hat sie eine Kleopatra, also die eine Frau, die hat ein Kätzchen oder Katze, ziemlich große. Belinda kicherte, nein, keine Cleo. War sie freundlich? Oh ja, sehr herzlich. Virginia war verwirrt. Ihre Mutter hörte sich nicht so begeistert an, wie sie es erwartet hätte. Also worin besteht denn das Problem? Belinda zögerte und sagte schließlich, es gibt kein Problem. Mama, irgendwas macht dir zu schaffen, das höre ich deiner Stimme an. Nun, es ist kein Problem, nicht wirklich, es ist nur, ja. Sie ist ein wenig dominierend, ein klein wenig zu forsch. Und sie redet gern. Kein Wunder, dass sie ihren Mann vermisst, sie hat niemanden mehr, der ihr zuhört. Vielleicht macht es Großmama Spaß, jemanden zu haben, mit dem sie schwatzen kann. Schon möglich. Aber du machst dir Sorgen. Nicht direkt Sorgen. Es ist nur, du weißt, wie Mama mit ihrer Küche ist und Pa. Seit seinem Schlaganfall mag er nicht, dass ständig geredet wird. Mama sagt, er braucht seine Ruhe, um sich wieder zu fassen. Ja, die Frau zieht natürlich erstmal nicht ein. Also die Eltern erfahren davon. Als sie das natürlich, die werden dann vor vollendete Tatsachen quasi gestellt, dass sie jetzt jemanden haben, der bei denen bald im Haus mitwohnen wird. Und die waren sauer. Sie waren erstmal sauer und deswegen, Belinda war dann daraufhin am Boden zerstört und hat die Frau dann erstmal, ja, da gelassen, wo sie war, also bei ihr zu Hause und so. Nur dann am gleichen Nachmittag noch nach diesem Gespräch hat dann Marty sie angerufen und meinte, ja, ich weiß, du machst dir nur Sorgen um uns, wäre nur nicht schlecht, wenn wir da jetzt ein Wörtchen mitzureden hätten. Aber naja, ein Versuch ist es wert. Und so ist diese Frau, sie heißt Gierig, Frau Gierig, bei den Großeltern eingezogen. Das Doofe ist nur, ja, sie ging auch natürlich auch zur Kirche mit denen und so weiter, dass da auch ein paar Witwer waren, ne? Und zwei von denen haben ein Auge auf sie geworfen. Und ja, lange hat es nicht gedauert und die Dame hat dann der Familie erzählt, dass sie doch nicht mehr lange bei den Großeltern leben kann, weil sie demnächst heiraten wird. Ja, weil die sagt, also der Tom hat das Rennen gemacht, sozusagen. Und ja, sie haben auch so nicht, die meint, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten und vor allem Tom hat 5 erwachsene Kinder oder größere, große Kinder, doch erwachsene Kinder und die Enkelkinder von denen wollen auch wieder mal endlich eine Oma haben. So. Genau. Und dann kam, ja, also sind die Großeltern alleine geblieben wieder und dann kam der Anruf, den alle befürchtet haben. Die Oma, also Großmutter, ist gestürzt.
Also Belinda und Virginia springen ins Auto, fahren schnell raus auf die Farm. Ja, und hören schon vom Weiten das Lachen von Clark, also von dem Großvater. Rennen ins Haus und fragen, was ist denn jetzt los? Ja, und die Großmutter schreit nur hinter dem Vorhang, der so wo sie sich dann waschen können. Kommt bloß nicht näher und nicht rein und so, ne? Ich stinke zum Himmel. Die verstehe das mal nicht, was denn jetzt passiert. Wieso haben die jetzt die beiden Großeltern auch eins mittlerweile auch im Kopf abbekommen oder was ist mit denen los? Oder ist die Großmutter so dolle gestürzt? Ja, und dann wird alles klar. Ja, Clark lacht dann noch. Was geht hier hoch? Wie geht es der Mama und so weiter? Und sie sagt, ja, alles eigentlich ganz gut, wenn sie sich nicht die Haut vom Körper schrubbt. Also die Großmutter, die hat einen Nachttopf, die haben ja nur Toilette draußen auf dem Hof. Und für die nachts im Winter, das war schon Winter, gehen die natürlich nicht raus. Die haben einen Nachttopf und den wollte sie eben rausbringen, ist ausgerutscht und hat den Inhalt über sich gegossen. Ja, und dann, ja, lachen die natürlich erstmal alle zusammen ein bisschen, aber Sorgen bleiben natürlich Sorgen. Diesmal ist es alles glimpflich ausgegangen, die Großmutter hat sich nicht verletzt. Beim nächsten Mal wird es vielleicht nicht so gut ausgehen und dann verletzt sie sich ernsthaft und so. Und die Familie kommt dann zusammen, setzen sich alle hin und überlegen, was sie jetzt machen sollen. Und auf einmal kommt Franzine auf die Idee, dass sie zu den Großeltern ziehen sollte. Franzine ist die Jüngste, ne, die jüngere Schwester, die jüngste Schwester von Virginia. Sie will jetzt auch heiraten. Ihr Freund hat ja vor fast einem Jahr an Weihnachten, nee, doch nicht, im Sommer um ihre Hand angehalten und so. Und sie wollen jetzt heiraten. Und ja, die ganze Familie ist erstmal geschockt von ihrer Idee überhaupt. Virginia fühlte, wie der Schock eine Welle gleich seine Runde um den großen Küchentisch im Haus ihrer Eltern machte. Es dauerte eine Weile, ehe ihr Vater die Stille durchbrach. Mir scheint, als könnte der junge Mann es gar nicht erwarten, dich zu heiraten, sagte er vernünftig. Er wird das verstehen, sagte Franzine gequält und knüllte ihr Spitzentaschentuch zu einem feuchten Ball zusammen. Mein Herz, wir können das nicht von dir verlangen. Endlich hatte Belinda ihre Sprache wiedergefunden. Ihr habt es ja auch nicht von mir verlangt. Keiner von euch hat mich gebeten. Franzine sah auf. Ihre langen Wimpern waren noch immer feucht, doch ihre Stimme war fest, auch als sie weitersprach. Denk einmal daran, was Virginia für die Familie aufgegeben hat. Sie ist nicht zum College gegangen, hat alle ihre Pläne geändert, ohne sich auch nur einmal zu beklagen. Ich weiß, wie viel es ihr bedeutet hat und wie oft sie nachts geweint hat, wenn sie dachte, dass keiner sie hört. Ich habe oft mitgeweint. Sie war so selbstlos. Sie zupfte an ihrem Taschentuch, während alle Blicke zu Virginia gingen, die unbehaglich auf ihrem Stuhl hin und her rutschte. Ihr wisst ja noch die Geschichte. Da wollte Virginia gerade aufs College gehen, aber ihre große Schwester Clara wurde schwanger und richtig mit irgendwie Komplikationen, sodass sie die ganze Schwangerschaft ans Bett gefesselt war. Und Virginia hat ihre Pläne aufgegeben und ist bei der Familie geblieben. Nun, ich bin in derselben Familie aufgewachsen wie Sie, fuhr Franzine fort. Mit den gleichen Grundsätzen. Ich bin womöglich mehr verwöhnt worden, aber deshalb bin ich nicht unempfindlich. Es sind meine Großeltern und ich liebe sie. Und ich, wir können unsere Hochzeit aufschieben, für ein paar Monate oder so, während ich mich um sie kümmere. Ja, die Familie hat es natürlich nicht zugelassen. Schlussendlich sind die Eltern, also Belinda und Andrew, erstmal, bis sie jemand anderen finden und bis die Hochzeit vorbei ist, erstmal suchen sie gar nicht. Erstmal Weihnachten und Hochzeit und alles, ziehen sie erstmal auf die Farm zu den Eltern, um auf sie ein bisschen aufzupassen. Genau, nach der Hochzeit und nach Weihnachten kann ich mich dann immer noch mal nach jemand anderen umsehen. Genau. Clark und Marty waren erstaunt, als Belinda mit Taschen und Koffern ankam und erklärte, sie wolle bleiben. Belinda musste lachen, als sie es Virginia später am Telefon erzählte. Hast du dich mit Andrew gezankt? Hatte ihre Mutter gefragt und sie angesehen, als wüsste sie nicht, ob die Frage ernsthaft zu stellen war oder nicht. Belinda lachte und erwiderte, natürlich nicht. Zum Abendbrot wird er hier sein. Er kommt auch? Ja,
Endlich begann Marti zu ahnen, was geschehen war. Sie blieb stehen und hielt sich mit einer Hand am Küchentisch fest, um ihr Gleichgewicht zu bewahren. »Also hör mal«, sagte sie mir vor Rührung rauer Stimme. »Niemand muss Haus und Hof verlassen, um hier herauszukommen und nach uns zu sehen. Wir kommen ganz gut allein klar. Sicher, ein paar Mal bin ich hingefallen. Dein Paar kommt besser zurecht mit seinem einen Bein, als ich mit meinen beiden. Aber ein paar Beulen haben noch keinen umgebracht. Sie sind nicht einmal mehr zu sehen. Du gehst jetzt zurück und kümmerst dich um deinen eigenen Haushalt.« Ja, Belinda lässt es sich natürlich nicht ausreden. Sie bleibt erstmal bei den Großeltern und passt auf, wie das, dass sie eben nicht mehr stürzen oder wenn das dann einer da ist, wenn sowas passieren sollte und so. Genau. »Ich weiß nicht, ob sie sich, seit ich von zu Hause weggegangen bin, also Unterhaltung mit Virginia wieder mal, weggegangen bin, kleine Eigenheiten angewohnt haben oder ob mir diese vorher nur nicht aufgefallen sind«, bemerkte Belinda bei einem ihrer häufigen Gespräche mit Virginia. »Es scheint mir, als hätten sie eine merkwürdige Art, manche Dinge zu tun. Kleine Dinge, Dinge, auf die es kaum ankommt. Und doch ärgern sie mich.« Ja, das ist jetzt eben klar. Also nach so vielen Jahren wieder bei den Eltern quasi einzuziehen, also ich würde das auch nicht schaffen, auf gar keinen Fall. Oder dass meine Mutter hier bei mir einzieht. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt dann, das wird, glaube ich, nicht gut gehen mit uns beiden, auch wenn ich meine Mutter natürlich sehr liebe. Und dann passiert tatsächlich was, womit keiner gerechnet hat. Einer der Nachbarn, ein paar Häuser weiter, kommt einfach mal so auf ein Käffchen und erst erzählt den Leuten, also den beiden Ehepaaren, also Marti und Clark und Belinda und Andrew, dass er auch schon seit 30 Jahren eigentlich alleine lebt und sein Hund auch noch im Frühjahr gestorben ist und so weiter. Und dass er sich sehr gut vorstellen kann, bei den beiden alten Leutchen einzuziehen. Auf sie mal aufzupassen, der ist ein bisschen jünger als Marti und Clark. Und ein bisschen Gesellschaft zu haben und so weiter und so fort. Und so kommt es, dass Belinda und Andrew dann irgendwann mal tatsächlich wieder zurück in ihr Haus können. Und der nette Mann, Mr. Simcoe, zieht bei den Großeltern ein. Genau. Und dann kommt tatsächlich ein Tag, ja, den Tag haben alle eigentlich einerseits befürchtet und andererseits doch irgendwie Virginia, vor allem, weil Jenny ja ihre Freundin ist. Ne, Jenny ist Freundin von Virginia und die Mutter von ihrer Ziehtochter Mindy, leibliche Mutter, die sie dann einfach mit 3 Jahren ungefähr abgeliefert, also abgeladen hat. Die wollte sie in Kinderheim abgeben, hat die aber dann doch bei Virginia gelassen. Virginia bekommt einen Brief. Da steht nicht viel, da steht tatsächlich nur: »Ich habe vor, am Donnerstag mit dem Zug zu kommen. Dann reden wir, Jenny.« Ja, das war jetzt der Brief. Virginia freut sich erstmal, so gemischte Gefühle. Sie hat Angst um Mindy, wie sie reagieren wird. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Wie sie reagieren wird, dass ihre leibliche Mutter, an die sie sich eigentlich kaum erinnern kann, hierher kommt auf einmal nach so vielen Jahren, seit jahrelang nicht ein Wort gesagt, sich nicht gemeldet, ne, bei der Familie. Und dann freut sie sich aber doch irgendwie auch, weil, ja, das ist ihre Freundin, die hat sie eben jahrelang nicht gesehen. Und dann läuft sie zu ihrem Mann, zu Jonathan, und erzählt ihm die Nachricht. Und der ist überhaupt nicht begeistert, ne? Also, »Stell dir vor«, sagt sie, als er sich zu ihr umdrehte. Sie hat ihn dann im Stall aufgetrieben. »Ich habe gerade einen Brief von Jenny erhalten. Sie kommt hierher?« Ein Stirnrunzeln vertiefte die Falte zwischen seinen Augenbrauen. Er hob die Hand, nahm seinen breitcremigen Hut ab und fuhr sich mit den Fingern durch das dichte Haar. »Warum?« Virginia merkte, dass sie selbst unsicher wurde. »Natürlich, um uns alle wiederzusehen. Muss sie denn einen besonderen Grund haben?« Jonathan antwortete lange nicht. Er stand und beobachtete den jungen Hengst, doch Virginia wusste, dass seine Gedanken nicht bei dem Pferd waren. »Du hörst dich nicht sehr begeistert an«, sagte sie. »Ich bin es auch nicht.« Es war keine Entschuldigung in seinem Ton. »Warum? Mindy wird...« »Mindy, genau deswegen. Mindy hat ihre Mutter nicht mehr gesehen, seit sie
Ich weiß, und sie wird vor Freude außer sich sein. Wird sie das? Oder bist du es, die vor Freude außer sich ist? Ja, also die Freude ist nicht ganz so groß, ne, bei ihrem Mann wie bei ihr. Und das trübt dann auch ein bisschen ihre Freude. Die macht sich dann auch natürlich Gedanken und Sorgen. Und ich muss sagen, zu Recht, das kommt noch weiter im Buch, was danach passiert. Der Besuch von Jenny war kein freundlicher und guter Besuch gewesen. Ja. Virginia erzählt natürlich auch Mindy davon, dass ihre Mutter kommt. Das Mädchen ist auch nicht ganz so, ne, also ziemlich verhalten reagiert. Die hat auch ein bisschen Angst und sie weiß einfach nicht, was sie erwartet. Ist ja auch klar. Sie hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen, kennt sie eigentlich gar nicht. Und sie weiß nur, dass sie nicht geliebt wurde von ihr und von ihrem Vater. Ja. Und dann versucht Virginia tatsächlich alles Mögliche zu so an dem. Ah, nee, ich greife wieder mal vor. Achso, ja. Dann kommt ein Anruf auch noch von Belinda. Wir haben einen Brief von Danny bekommen. Belindas Freude schien die vielen schwierigen Wochen wettzumachen, an denen sie nichts gehört hat. Er ist vor 4 Monaten abgeschickt worden. Der ist nach Kenia gegangen, um da wilde Tiere zu studieren. Der ist Tierarzt. Ja, die Briefe sind nicht angekommen, also ganz viele Briefe, die Familie dahin geschrieben hat, sind nicht angekommen. Und auch von Danny ist das erste Brief seit 4 Monaten. Und natürlich, die Nachricht in dem Brief, die er ihnen mitgeteilt hat, war, dass seine Frau Alvira schwanger ist. Es ist das eingetreten, wovor eigentlich Virginia und Belinda so ein bisschen Angst hatten, weil sie eben da in der Steppe irgendwo in der Wildnis, ohne eine größere Stadt oder sonst irgendwas oder einen Arzt in der Nähe, jetzt ein Baby bekommen wird. Ja, die machen sich natürlich Sorgen und dann erzählt auch Virginia die Neuigkeiten ihrer Mutter, dass ihre Freundin Jenny hierher zu Besuch kommt und so. Ja, und dann versucht Virginia alles vorzubereiten, was sie vorbereiten muss. Ne, ihr kennt ja, wenn Besuch kommt, auf den man vor allem ein bisschen lange gewartet hat, dann versucht man das Haus zu putzen und alles und zu backen und zu kochen und ach, hast nicht gesehen, was noch alles, ne? Kenne ich auch sehr gut. Und das versucht sie mit mehreren kleinen Kindern an der Backe, ne? Also so gut funktioniert das nicht. Die Kinder machen natürlich jede Menge Blödsinn, wie zum Beispiel Olivia, die hat sich einen Splitter eingefangen im Finger und sie ist ziemlich wehleidig und kann auch keinen Anblick von Blut ertragen, schreit dann natürlich wie am Spieß. Der kleine Pupser, der James, hat das Hühnerfutter umgekippt, den ganzen Eimer ausgekippt, saß dann mittendrin und hat das Hühnerfutter gefuttert, was auch nicht so besonders gut ist, ne? Naja, ist nur Getreide. Und ja, Mindy war noch in der Schule an dem Tag. Und als Mindy dann nach Hause kommt, scheucht sie auch erstmal ein bisschen durch die Gegend, ist ein bisschen ungehalten, bis sie dann erstmal wieder an sich hält und ja, dann wieder anders ein bisschen mit den Kindern reden, vor allem mit ihr. Die hat erstmal sie so ihr befohlen, ne, die Kleinen zu nehmen und mit denen irgendwas zu machen, damit sie nicht stören. Also der Kuchen brennt auch noch an, denn sie eigentlich gebacken hat für Jenny und so, ihr Lieblingskuchen. Und dann gegen Abend passiert auch noch ein Unfall. Und zwar der junge Slade, ne, das ist der Neffe von Jonathan, wird von einem Pferd getreten. Ja, und Jonathan fährt natürlich mit ihm in die Stadt zum Arzt, zum Onkel von Virginia, damit er sich verarzten kann. Die Kinder spekulieren dann natürlich, was ist denn jetzt, ne? Wird ihm jetzt das Bein wie bei Opa Clark abgehackt oder ne, wie der Arm bei Opa Andrew? Oder ob er Gips braucht, wie die andere Oma, die jetzt schon verstorben ist? Ja, die reden dann Quatsch, sodass Virginia dann auch ein bisschen sauer wird. Zum Glück ist aber nichts Schlimmes passiert, es ist nur geprellt, ne? Natürlich tierische Schmerzen und alles, aber es ist nichts gebrochen und natürlich muss das Bein nicht ampuliert, wie Mindy das sagt, ampuliert. Natürlich verbessert Virginia sie, also es passiert nichts Schlimmeres, nur ja, eben blauer Fleck und zwar richtig ordentlicher blauer Fleck. Ja, und dann
ist auch schon die Zeit, ins Bett zu gehen. Und am nächsten Tag kommt die Jenny. Und was passiert, wenn die Jenny da ist, davon erzähle ich euch am besten im nächsten Video, weil da fängt, das ist jetzt fast die Hälfte vom Buch, da fängt ein ganz, ganz unangenehmes Kapitel im Leben von der Familie. Zum Glück nicht ganz so langes Kapitel, aber das hinterlässt natürlich ganz, ganz große Spuren in ihrem Leben und vor allem im Leben von dem kleinen Mädchen von Mindy. Ja, aber davon erzähle ich euch nächstes Mal, weil sonst wird das Video wieder zu lang. So, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren, wer mag natürlich. Ich wünsche euch allen ein schönes restliches Wochenende. Naja, das Wetter lässt natürlich zu wünschen übrig. Zu viel geplappert schon wieder. Ja, trotzdem macht das Beste draus und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.